Ja, servus liebe Freunde von N-Insider und von meiner Seite, von Tober. Wir sind jetzt hier auf der Gamescom, TNT, Tober und Thomas und Fachbesucher Mittwoch. Das bedeutet, wir können ganz viele Spiele in Ruhe anzocken und wir befinden uns jetzt hier schon auf der Messe, wie ihr im Hintergrund seht. Ja, und ich würde sagen, wir schauen direkt mal zu den ersten Spielen. Hier sind wir jetzt am Nintendo-Stand. Hinter uns sehen wir die Bühne, wo auch live auf Twitch übertragen wird. Wir sehen Mario, der gerade da hockt. Das heißt, mit ihm können wir auch ein Bild machen. Hier finden Events statt. Hier kommt auch Charles Martinet wahrscheinlich in den nächsten Tagen her. Und ja, schauen wir mal, was es hier noch so am Nintendo-Stand gibt. Hier sehen wir jetzt hinter uns Mario Tennis Ultra Smash. Haben wir auch schon in Frankfurt angespielt. Das ist dieselbe Tech-Demo, von daher für uns etwas uninteressant. Weiter hinter uns sehen wir jetzt hier ein paar Anspielstationen zu Star Fox Zero. Das sind 6 Stück insgesamt und wir sehen hier schon wahnsinnig viele Leute anstehen. Zum Glück haben wir auch dieses Spiel schon in Frankfurt anspielen können. Ist ebenfalls dieselbe Tech-Demo und ja, von daher brauchen wir uns darum auch nicht zu kümmern, das anspielen zu müssen. Jetzt im Hintergrund sehen wir für 3DS The Legend of Zelda Triforce Heroes. Auch das konnten wir schon in Frankfurt anspielen. Hier sind auch wenige Anspielstationen, macht aber nach wie vor zu dritt Spaß und sind auch dieselben 4 Levels. Super Mario Maker anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Mario. Wir haben auch Mario auf der Nintendo-Bühne schon gesehen. Das Hauptspiel ist natürlich Super Mario Maker, kommt am 11.09. Da kann man Levels bauen, dort kann man Levels herunterladen. Alles in klassischem Mario-Gameplay und ihr seht schon hier am Stand hier, drängt sich neben Star Fox Zero auf jeden Fall die meisten Leute. Aber für uns auch wieder uninteressant, da schon in Frankfurt gespielt. So, jetzt haben wir noch ein Exklusivspiel, das jetzt erstmalig auf der Gamescom angespielt werden kann. Es handelt sich um, ihr seht es im Hintergrund, Xenoblade Chronicles X für die Wii U. Und wenn wir hier jetzt nicht die Möglichkeit bekommen, das Spiel anzuspielen, dann auf jeden Fall morgen bei Nintendo beim Pressetermin. Bei Nintendo ist noch eine kleine Ecke, die für uns jetzt eigentlich am interessantesten tatsächlich ist. Das ist die eShop-Ecke. Hier gibt es von Indie-Entwicklern ganz, ganz viele kleine Spiele, darunter für 3DS Mutant Mats oder SteamWorld Heist oder Shovel Knight ist jetzt auch für 3DS rausgekommen. Für Wii U gibt es ganz, ganz tolle eShop-Spiele zum kleinen Preis, unter anderem Rive habe ich angetestet oder auch Adventures von englischsprachigen Herstellern. Ja, also es macht hier auf jeden Fall für die kleine Geldbörse, sage ich mal, bekommt man hier ganz tolle Sachen. Hier sind wir jetzt in einem kleinen Bereich, wo der Nintendo-Stand ist, wo wir AR-Karten für Animal Crossing bekommen. Dann ist natürlich hier auch Animal Crossing Happy Home Designer, ist ein Spiel für Nintendo 3DS. Weiterhin gibt es dann hier die Möglichkeit, die Online-Turniere bzw. die Turniere, die im Vorfeld schon, für die man sich registrieren musste, für Super Smash Bros., für Wii U und für Mario Kart 8 jetzt hier im Hintergrund zu sehen. Da werden höchstwahrscheinlich dann die Turniere eben ausgetragen oder eben auf der Nintendo-Bühne oben. Und dann haben wir noch ein paar Anspielstationen für Splatoon. Das ist ein Spiel, was natürlich auch jetzt schon ein bisschen Zeit auf dem Buckel hat. 3 Monate ist es seit Erscheinungsdatum jetzt draußen. Und ja, hier auch noch die Möglichkeit, ein paar Spiele anzuspielen. So, wir haben jetzt hier den Mittwoch verbracht. Es war rappelvoll, man kann es nicht anders sagen. Ich habe es jetzt hier im letzten Jahr schon miterlebt, am Fachbesuchertag, selbst da war schon voll. Aber da haben wir immerhin noch alle Spiele bei Nintendo antesten können. Dieses Jahr haben wir eigentlich fast nichts bei Nintendo direkt angespielt, weil extrem viel los war, oder Thomas? Ja, wir haben halt nur die eShop-Games gezockt, also die Indie-Games. Aber die waren nicht schlecht. War da ein gutes dabei, was würdest du sagen? Ja, da gab es Shovel Knight für den 3DS und was hatten wir noch? Ja, ich meine, es waren relativ unbekannte tatsächlich Indie-Spiele. Was recht gut war, ich habe es ja auch schon erwähnt, war Rive. Das hat mir persönlich eigentlich am besten mitgefallen. Und Pancho, da musst du so einen Roboter spielen, der über 3 Ebenen hüpfen kann und du musst ganz viele Dinge sammeln. Ist auch im Retro-Stil gehalten. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Nintendo-Stand weggegangen, weil es gab zwar Xenoblade Chronicles X anzuspielen, aber das werden wir dann, da hoffen wir jetzt einfach mal auf morgen auf die Nintendo-Pressekonferenz, oder was heißt Pressekonferenz, auf unseren Termin, den wir bei Nintendo haben. Und ja, dementsprechend sind wir dann noch zu Warner, haben da 3 Spiele angezockt. Und Thomas, welche waren das? Einmal Lego Dimensions, dann Lego Avengers und Mad Max. Genau, und das 2 Lego-Spiele, welches fandst du jetzt besser? Ich fand das Dimensions besser, da gab es so eine neue Plattform, ähnelte so einer Amiibo-Plattform.
wo man dann verschiedene Lego-Männchen draufstellen konnte und die dann zum Leben erweckt werden dadurch und dann halt mitspielen kann. Genau, also es war wie so ein Portal letztendlich. Und apropos Portal, es war tatsächlich auch Portal als Dimension drin, neben Scooby-Doo, Simpsons und so weiter. Uns wurde erklärt, dass das Spiel für ca. 100 Euro in so einem Basic-Pack daherkommt. Natürlich gibt es Erweiterungen mit Lego-Figuren, die man auch umbauen muss. Also es gibt auch Fahrzeuge. Und ja, eigentlich ein recht vielversprechendes Spiel. Dann hatten wir Lego Avengers. Und das ist ein klassisches Lego-Spiel, wie man es seit jeher kennt, nur eben im Marvel-Universum mit den ganzen Superhelden, die es so gibt. Unter anderem Thor oder Hawkeye, die einfach mal als Beispiel genannt. Dann das dritte Spiel, eben Mad Max, das ist so eine Mischung aus Flatout und GTA. Also man fährt eigentlich nur in Gebieten und muss versuchen, diese einzunehmen, indem man ja, gegnerische Fahrzeuge dann basht letztendlich oder mit Munition beschießt. Oder auch, wir hatten so einen Enterhaken zur Verfügung, da konnte man die Gegner auch ranziehen und man muss seine Karosse erweitern, solche Dinge eben. Ist ein ganz actionlastiges, schönes Spiel, ist auch ab 18. Ja, da konnte man eben direkt hin an die drei Warner-Spiele, die hier gezeigt wurden. Ein ganz großes Thema auf der Messe ist natürlich jetzt auch, besonders in diesem Jahr, virtuelle Realität. Hatten wir zwar letztes Jahr auch schon durch Oculus Rift, aber wir haben uns extra dann knapp 2 Stunden angespielt oder waren sogar 1,5, ist egal. Wir haben dann Oculus Rift in einer recht finalen Version anspielen dürfen. Ich persönlich habe Oculus Rift schon mal gespielt, erst vor wenigen Wochen oder vor einer Woche sogar bloß. Also das ist echt schon vielversprechend, was hier gezeigt wurde. Man konnte wählen zwischen verschiedenen Demos. Und Thomas, welche hast du gespielt? Ich habe so ein Hockeyspiel gespielt, wo man den Torwart gespielt hat und zwischendurch dann in die Angriffsposition gewechselt hat und mit dem Auge sozusagen dann lenken musste oder zielen musste, wo man hinschießen möchte. Ja, und bis auf die Auflösung, die schlecht war, war es eigentlich ziemlich gut und hat gut funktioniert. Ja, also ich habe auch extra nochmal Richtung Auflösung nachgefragt. Also 4K konnte man jetzt der Vorführende, sage ich jetzt mal, nicht bestätigen, dass das in 4K war. Wenn ich es jetzt vergleiche mit Oculus Rift Development Kit 2, wie gesagt, das ist jetzt alles abseits Nintendo, aber kann ja sein, dass es in Zukunft auch mal für Nintendo-Systeme kommt. Das ist immerhin auch ein Thema, weil es recht modern ist und durchaus viel besucht und viel nachgefragt wird. Da haben wir eben mit Oculus Rift, mit der aktuellen Version, wie wir sie gesehen haben, schon deutliche Fortschritte zum Development Kit 2. Ich persönlich habe so ein Weltraumspiel gespielt, da hockst du wirklich im Cockpit drin. Das hat mich tatsächlich an Star Fox erinnert. Aber es ist einfach noch mal besser als Star Fox. Gerade weil du eben rechts runterblicken kannst, links, du kannst deine eigenen Füße sehen. Du kannst dich richtig drehen, wenn du die Rolle machst, dann hat es ein viel echteres Gefühl als bei Star Fox. Und das ist schon toll, was man da alles dann erleben kann mit der virtuellen Realität. Die Brille hat auch super gepasst. Ich hätte gerne noch HTC Vive angezockt, habe es mehrmals versucht, aber da ist leider nichts möglich gewesen in dem Sektor. Ja, ansonsten, wie geht's jetzt weiter? Morgen werden wir auf jeden Fall zu recht früh schon zu Nintendo direkt schauen, da haben wir einen Termin. Dann haben wir noch bei einem Zubehörshop für Nintendo-Systeme auch einen Termin morgen, da werden wir mal vorbeischauen. Und ansonsten haben wir jetzt soweit eigentlich alles zu Nintendo gesehen, vielleicht noch Warner Bros. Games. Mad Max wird nicht für Nintendo-Systeme erscheinen, würde mich stark wundern. Allerdings das Lego Avengers und vielleicht auch Lego Dimensions müssten eigentlich beide für Nintendo-Systeme erscheinen. Denkst du auch? Ja. Genau, und ja gut, insofern, wir hätten gerne mehr gespielt, mehr gesehen, mehr gezeigt. Leider aufgrund der Masse an Besuchern hier absolut nicht möglich. Also es ist echt, es wird von Jahr zu Jahr wirklich schon noch drastisch schlimmer. Man kommt gar nicht durch, außer man hat irgendwie so Schnellbesucher, dass man halt schnell zu den Spielständen hinkommt, wie wir es jetzt bei Warner hatten. Das war auf jeden Fall ein Vorteil. Ja, und ansonsten schauen wir, was uns morgen erwartet. Bis dahin.